Wie soll ich die ausschalten? Erstmal den da. Und dann den da. Fuck. Ich muss wechseln. Windeln. Oh Gott, er ist verbrannt. Arme Sau. Wollte ich nicht. Es war ein Unfall. Shit happens. Leider ist mein Messer jetzt weg. Das hätte ich noch gebrauchen können. Weggeschmolzen. Oh. Welchen Fehler? Was machen wir denn jetzt? Wir können nur warten. Wir werden nicht angreifen. Redet schneller, meine Filter sind alle. Ja. Okay. Jetzt nehm eine ins Kreuz. Nicht verbrennen, bitte. Ah, das Messer habe ich wieder. Sehr gut. Der brennt. Wo ist der hingegangen? Oh, oh, wow, wow. Bibliothek. Hier hast du deine Bibliothek. Ein Frosch mit der Maske war das. Edgar Wallace. Hier spricht Edgar Wallace. Der Frosch mit der Gasmaske. Da soll ich durch? Vielleicht durchlaufen. Ich weiß nicht, ob ich das überlebe. Ich werde es ausprobieren. Ja. Leider habe ich alles kaputt gemacht. Wie üblich. Zwei Filter helfen mir wieder für die nächsten Minuten. Der steht bequem. Gleich liegt er bequem. Ah, das ist ja wie im Paradies. Dass ja alles rumliegt. Oh, der schaut mich an. Also, ich dachte, der steht verkehrt rum. Er hat ein Arschgesicht sozusagen. Sein Gesicht sah aus, als würde er verkehrt rumstehen. Oh, oh, oh! Wieder. So, ich glaube, das ist jetzt die nächste Kontrollpassage, die ich überqueren muss. Dann wird gespeichert. Vielleicht kann ich mir einen Filter sparen. Nee, sieht nichts aus. Oh. War alles umsonst. Wow! Nein! Sie hat meine Maske. Hast du das getan? Wir müssen zur Putzerei. Wohin? Zur Putzerei? Da ist die Hanse. Nein, das ist mein Hanse, Mann. Scheiße! Wieso schnauft sie nicht? Schande!
Hab dich nicht so. Das ganze Kettenrauchen über all die Jahre hat mich doch hart gemacht, oder? Was ist jetzt? Sie hatte schon die Augen offen, verdächtig. Die Puzzlestücke setzen sich zusammen. Und das Bild, das sich daraus ergibt, ist schrecklich und unglaublich. Ich erzähle den anderen davon, kann es aber selbst kaum glauben. Die Roten haben die Oktyabrskaja, eine friedliche Station voller Bewohner, die völlig ahnungslos waren, mit einem unbekannten, tödlichen Virus infiziert. Und dann haben ihre Aufräumtrupps die Station unter dem Vorwand betreten, sie vor der Epidemie zu retten, und jeden eliminiert, den sie konnten. Frauen, Kinder. Wow, die schreiben einen ganzen Roman auf. Um zu verhindern, dass die Infektion sich ausbreitet. Und wenn das alles wahr ist, dann könnten Anna und ich auch infiziert sein. Nein, ich habe eine Maske getragen. Wir wurden nicht getötet, wissen aber nicht, wie lange wir noch überleben werden. Aha, gut, dass ich auch Bescheid kriege. Ich habe das Gefühl, dass alles bald zu Ende ist. Du hättest das Shirt mit den Längsstreifen nehmen sollen. Niemand. Macht schlank. Ich fühle mich wieder einsam. Oh, damals, Baby. Ich ein Mädchen und Vater unterwegs. Ja, erzähl mir mehr. Nicht zu mich herum. Setz dich zu mir. Als wäre ich nur ein Funke des Feuers, der davonfliegt und dann verschwunden ist. Es fällt mir schwer, dir diese Dinge zu sagen, Artyom. Aber sag nichts. Ich möchte spüren, dass ich lebe. Gleich lasse ich es dir spüren, dass ich lebe. Nein, nicht schon wieder. Muss ich wieder Zensurierbalken drüber. Ich glaube, ein Nippel ist schon zu viel. Es darf nicht mal ein Nippel zu sehen sein. Scheiße, so viel Arbeit. Schaut weg, Kinder. Nun, mit euch scheint alles in Ordnung zu sein. Glück, ja, wir haben uns gerade gepaart. Leute. Du, Artyom, kannst gehen. Während du, es ist alles gut gegangen. Etwas bleiben musst. Wir müssen deine Wunde noch zu Ende behandeln. Glaube ich zumindest. Gott sei Dank. Schon eine Weile her seit der letzten Paarung. Kann mich nicht erinnern, ob ich alles richtig gemacht habe. Aber sie sieht ganz happy aus. Und der Arzt ist auch einverstanden. Hier liegt schon die Spritze. Oh. Gut. Dann gehen wir wieder. Ich komme dann bei Zeiten wieder vorbei. Es pressiert. Guck nicht dahin. Nein, guck nicht dahin. Nichts, alles in Ordnung. Was? Wieso? Sehe ich etwas so hässlich aus? Ist hier irgendwo ein Spiegel, um Gottes Willen? Was ist passiert? Die Kinder erschrecken sich vor mir. Das ist kein gutes Zeichen. Wo haben Sie sich hingebracht? Wer ist das? Kannst du sein Gesicht sehen? Als wenn... Oh, immerhin hat er noch ein Gesicht. Den Kiste aus. Ja, sie ist die Achte. Zemetsky, Juri. Naja, egal. Wenn ich sterbe, habe ich mich wenigstens noch einmal gepaart. Würde uns noch alle überleben. Ist auch schon was. Alles ist jetzt möglich. Die werden uns bestimmt auch bald weckern. Ah, shit. Quarantänezone. Shit. Wie schaut's aus? Habe ich eine Helmlampe? Nein. Oh, das Krematorium. Los, schieb ihn rein. 10 Minuten bei Oberhitze. Das ist gefährlich. Wieso ist das gefährlich? Schau nur zu. Hey, ah? Ihr könntet wenigstens ihn wegbringen. Ihn? Wollt ihr mich infizieren oder was? Oh, der blutet aus da oben. Ja, ich kann nichts machen. Ich bin hier nicht
angestellt. Bin auf der Durchreise. Was soll ich machen, Herr Doktor? Ja. Sie kennen die Prognose ebenso gut wie ich. Ich würde mit dem Leben abschließen. Ihnen wurden die Sicherheitsvorkehrungen erläutert. Über Handschuhe, über die Maske. Sie haben die Papiere unterzeichnet. Immer Schutzhandschuhe anziehen. Sie können nicht in die Station gehen. Gehen Sie durch das Labor. Da lang? So darf ich mich hier frei bewegen. Die Handschuhe und die Maske zu erinnern. Nein, das weiß ich. Der einarmige Bandit. Sie nehmen stündlich die einbeinige Bandit. Und Blutproben alle drei Stunden. Rufen Sie mich sofort. Besser wie Stuhlproben. Parameter vom Muster abweichen. Natürlich. Denen wurde gesagt, dass sie all ihr Zeug aushändigen sollen. Jetzt guckt ihr diese Scheiße an. Was soll man da machen? Die sind davor gekommen. Und wir müssen das hier alles einpacken. Ja. Ist er mit Musik, ist alles einfacher. Mit den Leichen verbrennen und fertig. Wenigstens kein Death Metal hier, das wäre unpassend. Hi. Hallo. Die ignorieren mich. Ich glaube, ich bin doch nicht so hässlich. Konnten Sie den Überträger isolieren? Wo bin ich hier eigentlich? Ebola, klingt nicht gut. Er ist jetzt im Grunde nicht virulent. Ohne den ursprünglichen Erreger. Ich war gerade erregt. Ich hatte einen enormen Erreger in mir. Dies sind die Fakten. In den ersten zwei Tagen lag die Sterblichkeitsrate bei 95%. Darf ich vorbei? Am dritten Tag sank sie auf 25%. Heute haben wir nur zwei Neuinfektionen. Beides leichte Infekte mit guter Aussicht auf Genesung. Wissen Sie, Moskau war nie ein natürlicher Lebensraum für das Virus. Und in seiner wilden Form bleibt es viel länger gefährlich. Und was bedeutet das jetzt alles? Es ist kein normales kapiert. Virus. Es ist ein waffenartiges Virus, das gezüchtet wurde, um eine maximale Sterblichkeit innerhalb einer kurzen Zeit zu erreichen und dann harmlos zu werden. Verdammt. Wo kam das Virus her? Ich habe von einer neuen Generation Biowaffen gehört, die auf diesem Virus basieren. Ja, also Biowaffen. Biowaffen ist doch was Gutes. Bei den Lebensmitteln schaue ich auch immer, dass Bio draufsteht. Also das sind die harmlosen Waffen, also. Ich habe ein paar Ranger befragt lassen. Kann das sein? Einer davon könnte diese Überraschung aus der Vergangenheit in die Metro gebracht haben. Ah. Neuer Eintrag. Ich weiß gar nicht, warum ich hier unterwegs bin, offen gestanden. Aber ich gehe halt. Mach Platz. Jetzt komme ich. Genau. Ja, wieso eigentlich? Ich habe schon immer gewusst, dass ich was Besonderes bin, aber so. Ich fühle mich ja hier wie Michael Jackson. Oh! Gut, dass ich noch durch durfte. Wir haben ihm gesagt, er soll arbeiten. Jeden Tag, es nimmt kein Ende. Was hat es mit dem Alarm auf sich? Was mache ich hier, Mann? Sag mir doch Bescheid. Ich habe nicht aufgepasst. Kann ich da drüber Nein, ich kann nicht springen. Aber ich kann looten. Das ist ohnehin wichtiger als springen. Nein, nicht schon wieder Gas. Ich hab satt. Scheint noch zu gehen. Die Gaskonzentration hat noch keine kritischen Ausmaße erreicht. Weitergehen, du kannst hier nicht bleiben. Hey, du siehst aus wie Sam Fisher. In alten Zeiten.
kommt eh bald ein neuer Sam Fisher raus. Artyom, ich bin hier. Oh. Ich bin sehr, sehr froh zu hören, dass es dir, Artyom, und Anna gut geht. Wir können Anna geht es auch gut, ja. Dafür habe ich gesagt. Sie strahlt über das ganze Gesicht. Aber ich muss zurück, um ihre Insulin zu holen. Sonst wird sie sterben. Gib mir was anderes. Gib mir einen Luftballon. Wie sollen wir etwas kaufen, wenn alles, was wir hatten, zurückgeblieben ist und die Hanse so viel berechnet? Hortguts Männer haben ganz klar nicht erwartet, auf ihn gewartet. Und? Ist noch alles da? Ja, die Hanse konnten die Station nicht ohne Hilfe beschützen. Ich dachte, sie bietet immer genug Unterschlupf für die Flüchtlinge. Unterschlumpf. Vielleicht hilft ihnen das ja. Moment, ich schau noch kurz. Papiere. Geh nicht weg. Wie ist er? Hat sich schon ausgezahlt. Sagen, was da los ist. Wir lassen uns nicht nach. Bin schon zurück.